Willkommen zu Pur Plus. Wie immer plus Erik und heute plus den Blob. Dieses schöne Luftkissen hier, denn das ist unsere Fun-Sportart Nummer 1. Blobbing. Dieses Kissen ist in Wahrheit ein gigantischer Schleudersitz. Das Prinzip ist simpel. Der Blobber, hier Dominik, lernt ihr gleich noch besser kennen, springt aufs Kissen und krabbelt nach vorne in die Flight Zone, also die Flugzone am Ende des riesigen, im Wasser verankerten Aufblaskissens, dem Blob. Ist eine wackelige Angelegenheit, muss man sagen. Die sogenannten Jumper springen von einer Plattform auf das hintere Ende des Blobs. Dadurch wird eine Art Welle aus Luft ausgelöst und der Blobber vorne auf dem Kissen wird mit Wucht mehrere Meter in die Höhe geschleudert. Das ist meine Ansage. Also genau so mache ich das gleich mit Sicherheit nicht. Der Mann, der hier gerade fast 10 Meter in die Luft geschleudert wird, ist wie gesagt Dominik. Er wird mir zeigen, wie man blobbt. Dominik ist ein echter Profi mit Wettkampferfahrung. Für seine Figuren und Salti fliegt er bis zu 17 Meter hoch. Das ist nicht einfach nur Spaß, sondern erfordert viel Können. Das sieht nicht ohne aus. Kann man sich dabei auch verletzen? Ist ja schon mal was passiert? Ja, verletzen kann man sich natürlich. Das Wichtigste beim Blobben ist die Körperspannung zu behalten. Das heißt, schon wenn du im Blob drin liegst vorne, das musst du dich ganz festmachen. Denn umso mehr Gewicht hinten reinkommt, desto mehr Gewicht geht auch in deinen Rücken rein. Mhm. Und wenn du da locker bist, da kannst du dir schon mal verletzen. Also schön steif machen, Körperspannung halten. Wir können es ja vielleicht mal ausprobieren. Ich liege ja auch gleich im Blob, wie du eben auch. Wenn ich vorne im Blob darauf warte, hochkatapultiert zu werden, muss ich den Kopf an die Brust ziehen. Das soll meine Halswirbelsäule schützen, wenn ich ruckartig nach vorne geschleudert werde. Auch der Rest des Körpers muss komplett angespannt sein, steif wie ein Brett. Gibt es noch einen Tipp fürs Eintauchen? Wie soll ich mich da bewegen oder verhalten, wenn es dann auf die Wasseroberfläche geht? Und dann machst du alles an Körper und tauchst in der Kerze ein. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit durchgehend angespannt. Oder? Eigentlich schon. Innerlich und äußerlich. Let's blob. So Leute, es wird ernst. Es wird gebloppt. Bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Und muss auch erstmal ins Kissen rein. Dominik, du bist oben. Ich bin hier. Ich springe jetzt mal ins Kissen, ja? Alles klar. Okay. Ist ein bisschen wabbelig. Ja. Viel Erfolg beim nach vorne kommen. Wie mache ich das auf dem Bauch? Auf dem Bauch oder genau robben. Oder du setzt dich hin und robbst dich quasi so genau. So, ja, guck mal, so geht doch ganz gut. Das ist eben ein riesiges Luftkissen. Hier, Flight Zone. Okay, so, ich habe eine gute Position. Super. Jetzt gehe ich in die Körperspannung. Also Nacken ist vorne. Ey, ich weiß ja jetzt gar nicht, wann du springst. Martin zählt runter. Oh Gott, Leute, mein erster Blob. Ich bin bereit, ich bin angespannt. 3, 2, 1, Blob. Also ich bin schon mal immerhin in die Luft gekommen. Aber voll auf dem Blob gelandet wieder, ne? Also ich muss jetzt gleich eine Position finden, die vielleicht ein bisschen weiter vorne ist, dass ich auch nach vorne fliege und nicht einfach nur nach oben. Position, Spannung, Körperbeherrschung in der Luft. All das entscheidet, wie der Flug wird. Und ich bin schön am Üben. Es ist nicht einfach nur liegen und nichts machen. Es ist schon echt so anspannen und im Flug dann auch gucken, wie ist die Koordination, muss man schon rauskriegen. Damit ich aber jetzt auch weiter und höher fliegen kann, bringt Dominik einen etwas schwereren Jumper. Boah, ich bin voll aufgeregt jetzt. Das ist mehr Gewicht, ne? Ja, aber nur ein bisschen mehr. Ich spanne alles an, was geht. Mehr geht nicht. Okay, dann mache ich mich bereit. Okay. Bist du bereit, Erik? Yes! Jawohl. Dann 3, 2, 1, los! Ja, besser ging nicht, würde ich sagen. Gerade raus, weit genug vom Blob entfernt.
Voll gut. Jetzt schön gerade rein. Geiles Gefühl. Wir haben jetzt genau die richtige Mischung gefunden, oder? So Gewicht, Position auf dem Blob. Schön gerade rein. Also für meine Verhältnisse war es gut. War perfekt. Besser kann es nicht sein. Cool. Ey, komm, wir machen noch einen. Ich will auf jeden Fall noch mal springen. Dann zähl ich runter. 3, 2, 1, Blob! Ey, perfekt.